Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen wieder zu einer weiteren Folge Osttriff. Ich bin Lucida und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und dass ich auch wieder mit dabei bin. Wir sind in Osttriff unterwegs und wir hoffen, dass wir jetzt demnächst jemanden finden, der hier Steine kloppen würde. Im Moment sind wir außerhalb der Steinklopp-Saison, so wie ich das eingestellt habe, jedenfalls ab... Was habe ich gesagt? Ab November soll da wieder jemand arbeiten. Die sind gerade alle in der Ernte beschäftigt. Die ist eigentlich... hallo? Eigentlich ist die Ernte abgeschlossen. Hör mal. Jetzt dreschen sie, glaube ich, hier noch. Ich meine, es sind jetzt noch am Dreschen irgendwie. Ja, die müssen jetzt noch ausgedroschen werden. Oh mein Gott, Bohweizen geht langsam alle. Ja, na gut. Jetzt sind wir schon bis September. Gut. Ja. Und wir arbeiten langfristig gesehen, oder sagen wir eher mittelfristig gesehen, darauf hin, eigene warme Kleidung herzustellen. Im Moment müssen wir die leider importieren. Sonst werden die Leute unzufrieden. Aber ich arbeite darauf hin, dass wir das selber machen können. Das ist ein bisschen kompliziert. Wir brauchen dafür Salz und Steine und eine Gerberei und Schafe brauchen wir. Und ach, das ist heftig. Also das... Oh. Den haben wir ja neu. Das ist ein Handelshafen, ein Trading Dock. Und dann gucken wir uns auch gleich mal an. Jedenfalls ist es heftig und wir sind gerade dabei, oder ich bin dabei, darauf hinzuarbeiten, dass wir das alles bekommen. Also Steine, da hinten arbeitet hoffentlich bald einer und kloppt auch Steine. Salzdings entsteht irgendwo hier. Was fehlt da immer? Nägel. Ja, Nägel fehlen immer. Wird schon kommen. Schafe. Ziehen wir vielleicht auch mal vor. Wo ist es hier? Da fehlen zumindest keine Steine oder sowas. Das können die also schneller herstellen als dieses Salzdings da. Das können die theoretisch schon bauen. Aber wir lassen sie erst mal dieses Village-Haus hier bauen, damit wir neue Leute bekommen. Oh, da ist es schon. Aha, Richtfest bald. Gut. Trading Dock. So, jetzt. Sag mal her, jetzt können wir mit denen theoretisch... Ach, vor dir, dass wir einen Manager haben. Ich bitte dich. Da stellen wir natürlich nur Frauen ein, die können besser mit Geld umgehen. Oh, ist gerade keine da. Doch. Theoretisch haben wir 8 Frauen, die nach einem Job suchen, aber die sind vielleicht alle ungebildet oder nicht geeignet oder sowas. Wie war das mit der Schule? Jetzt muss ich doch kurz nochmal gucken. Education. Wie war das? Ach so, ja. Bräuchten wir eigentlich... Ist auch im Bau. Hier. Ist aber ganz hinten angestellt. Da hat jemand geheiratet. Au! Oh. Ach, wie nett. Ja, das Haus ist gerade fertig geworden. Ohne Garten. Skandal. Absoluter Skandal. Das ist gerade fertig geworden und 2 Leute sind eingezogen. Ist ja schön. Und die haben gerade eben... geheiratet und sie sind arbeitslos. Also nee, das steht da nicht. Wie, du bist arbeitslos? Es steht ja nicht, dass da jemand arbeitslos ist. Was wollen die eigentlich? Was wollen die eigentlich hier? Ja, die haben keinen Garten, das heißt, sie müssen sich komplett davon ernähren, was sie von woanders bekommen. Und sie haben gerade kein Einkommen, weil sie beide arbeitslos sind. Aber gut, sie holen sich gerade alles mögliche. Ich weiß nicht, wie sie das machen. Komm, wir helfen denen ein bisschen. Wobei, sie hatten ja einen gewissen Wohlstand. Oh, ich bin ein Trottel, ey. Jetzt arbeitet er. Er ist Laborer, aha. Ich bin ein Trottel, jetzt habe ich denen Geld gegeben. Obwohl sie doch Geld haben. Ich habe mich nur davon ablenken lassen, dass die hier kein Einkommen haben. Aber anscheinend haben sie von ihren Eltern eine milde Gabe bekommen. Zur Hochzeit. Naja, so eigenes Haus in der Brücke, nicht schlecht. Da würde es sich lohnen, ein Gasthaus zu machen. Und jeder, der vorbeikommt, der holt sich dann danach erstmal ein Schnitzel hier ab. Oh! Oh, oh, oh! Ein Messenger von Merefa ist hier. Sie wollen Sonnenblumen. Aha, wir verkaufen keine Sonnenblumen, wir verkaufen nur Sonnenblumenöl. Haben wir nicht. Wir müssen einen Sonnenblumenölhersteller einstellen.
Thema warme Klamotten, der verkauft. Wie viel haben wir denn noch? Null, oder? Null! Oh, nicht doch. Null warme Klamotten. Ja, da müssen wir nochmal ein bisschen nachkaufen, würde ich sagen. Oh, so ein Elend, aber auch echt. Nochmal 200, ja komm. Nicht, dass wieder jemand unzufrieden wird. Und einen Sonnenblumenöl-Hersteller brauchen wir. Ich habe ja gesagt, als Limit Sonnenblumenöl 500, damit noch ein bisschen Sonnenblume für die Hühner übrig bleibt. On Season, machen wir da mal einen rein, dass er da zumindest außerhalb der Erntezeit und sowas hier Sonnenblumenzeugs herstellt, Sonnenblumenöl. Bitte gerne nur Frauen. Die haben sowieso einen besseren Geschmack. Das sage ich jetzt einfach nur so. Ich habe keine Ahnung. Ich bin jemand, der guten Geschmack hat. Mein Freund ist immer im Kochen und sagt so, hier, probier mal. Und ich so, ja, ist gut. Und sagt er, oh, schmeckst du das und das raus? Ich so, nee, ich habe keine Ahnung. Und er so, ja, aber fehlt da nicht noch ein bisschen das und das Gewürz? Und ich so, weiß ich nicht. Ja gut, wieder aus. Also, dann, wir sind im September immer noch. Und sind schon längst fertig mit Dreschen, oder? Nee, sind sie nicht. Hier müsst ihr die Fruchtfolge wieder ändern. Wir hatten zuletzt Hanf. Und jetzt gucken wir mal, was wir da drauf machen wollen. Gut, das versteht sich von selbst hier. Das ist fast hinüber. Da können wir leider nichts mehr drauf machen. Also fast hinüber ist übertrieben, aber wir kriegen da jedenfalls nichts mehr drauf. 41, 38, 41. Da kriegen wir leider nichts mehr drauf. 50, ja, da fehlt mir was. Das kriegen wir leider nicht mehr hin. Und deswegen lassen wir das Bar liegen. Ich habe in meinen Notizen nachgeschaut und theoretisch hat man da jetzt 3 Jahre lang schon was drauf. Theoretisch war da jetzt Buchweizen, Weizen, Kartoffeln und dann noch Hanf drauf. Also das ist schon viel und deswegen darf das jetzt gerne mal eine Runde brach liegen. Ich glaube, das liegt vielleicht daran, dass es hier gepflügt war. Dass es deswegen so gut funktioniert hat vielleicht. Wer weiß das schon. Ja, unsere Ochsen hier machen die beste Arbeit. Stehen nur rum und machen ja nichts. Ganze Jahr über. So bitter. Dann werfen wir doch mal einen Blick auf unseren Kuhbestand. Oh, wir haben 21. Oh, 21. Oh. Kühe hier drin. Oh, du Schande, ey. Wir können bis 20 haben eigentlich. Oh, du je. Ja, wir haben einen neuen Bullen bekommen. 1, 2, 3, 4. 4 Jungbullen und ein alter Bulle. Ja, da können wir bald uns ein weiteres Ochsenpärchen hier erstellen. Damit die auf dem anderen Bauernhof noch pflügen können. So, wie schaut's hier aus? Da haben wir nur einen jungen... mit überhaupt keinen jungen Bullen. Die sind alle nur ein Jahr alt, aha. Gut, Und was kann man denn jetzt schon zum Ochsen machen? Jetzt schon! 6 Monate alt! Weiß ich nicht, wann das geht. Aber es wäre ja gar nicht schlecht, wenn wir schon im nächsten Jahr hier ein Ochsenpärchen hätten. Mit dem Flug. Haben wir da schon einen Flug bestellt? Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall einen Flug bestellt. Sollen wir da schon Ochsen raus machen? Ich würde sagen, ja. Ja. Ja, na gut, also theoretisch müsste der jetzt ausziehen, oder? Moment mal, was? Supply for Ochsen is disabled. Ja, ja, natürlich. Los. Versorgt die Viecher. Gut, also theoretisch müssen jetzt diese Ochsen hier abwandern. Wo sind sie denn? Achso. Oder ich habe keine Ahnung, wo sie sind. Ich weiß es nicht. Wer hat denn jetzt geholt? Na gut, also ich denke jedenfalls, ich gehe davon aus, dass die Ochsen jetzt dann demnächst hier auf der Farm stehen und dann können sie eben hier auch wieder, können sie hier wunderbar pflügen. Hier ist ja der Farmmanager drin und der sorgt dafür, dass hier die Abfolge wunderbar passt. Da müssen wir uns nicht drum kümmern. Ist auch wirklich gut gemacht hier. Muss ich mich ja selber mal loben. Jedes Jahr liegt eine Weide brach und 2 werden bearbeitet, beackert.
Na gut, also das scheint schon einigermaßen zu passen, denke ich. Und ich denke, wir stellen mal hier aus, der hat jetzt sehr, sehr weite Wege. Wir stellen mal aus, dass der so eine lange Erntesaison hat. Wir stellen ihn im Oktober schon wieder ein. So, da sind sie jedenfalls, die Workers. Und jetzt können wir mal gespannt zugucken, wie die hier Steine kloppen. Sobald sie da sind. Ab in die Kapelle. Na, bist du einer von den Steinkloppern hier? Ja. 58 Jahre. Hallo? Was macht er denn da? Da steht, er geht Stone minen, aber wo denn? Er meint den Stone irgendwo, wo ich das nicht. Muss man da hinten? Ach du Scheiße. Hier. Ah. Oh nein, ich bin ja ein Honk. Ja, das habe ich überhaupt nicht gesehen, dass es hier Steine gibt. Ich habe auf die hier geachtet, weil die so auffällig sind. Die habe ich tatsächlich nicht gesehen und die hier hinten auch nicht. Ja, da habe ich mich ja ganz schön in die Nesseln gesetzt. Das war nichts. Das kann man wieder abreißen, das Haus. So ein Mist. So ein elender Mist. Und hier gehört dann ein Leim, weiß ich auch. Was? Achso, Limestone. Da weiß ich nicht, wie man an das Zeug hier rankommt, an diesen Leim. Ach, ja gut, hier bin ich. Das wusste ich nicht. Wusste ich nicht, wie das, was das hier, wie das hier sich verhält. Ja, jetzt haben wir 100 Steine und er hat seinen Arbeitstag beendet, weil er erst mal 100 Kilometer laufen muss. Das ist super, ganz gut. Wobei, liebe Leute, ich schau gerade. Also ganz sicher bin ich mir nicht. Also, die sollen Stone und Limestone produzieren. Also von daher ist er da eigentlich gar nicht falsch. Also. Warte, das ist ein Stein. Wir müssen ihm halt sagen, er soll hier keinen Stone machen, sondern er soll Limestone machen. Ja. Komm, wir werfen einen wieder raus. Oh. Kein Stone. Er soll nur Limestone machen. Ja, na gut. Gut, dann müssen wir gucken, dass wir hier einen weiteren Stoneworker hinmachen. Da haben wir 1900. Jeweils 1000. 2000 haben wir da. Da haben wir noch deutlich viel mehr. Also richtig viel mehr. Aber es ist halt auch deutlich weiter weg. Ich würde sagen. Ja, was würde ich sagen? 10.000, aha. Was würde ich sagen? Wir brauchen hier. Wie viel brauchen wir denn hier überhaupt? Dafür brauchen wir schon allein 2.800. Das heißt, dieses kleine Vorkommen hier drüben, das reicht überhaupt nicht. Ja, so ein Mist. Aber hier kommen sie gar nicht erst hin. Elend. Ach, du Schande. Ach, du Oberelend. Ja, da kommen sie nicht hin. Herrje. Theoretisch könnten wir hier eine Brücke hinmachen. Da kommen sie auf diese Halbinsel und dann können sie da entlang laufen. Ist halt weit, weit, weit. Aber ist vielleicht besser, wenn wir die Brücke hier hinmachen. Diejenigen, die die Brücke bauen. Also wir brauchen auf jeden Fall eine Brücke. Entweder hier oder halt da hinten oder irgendwo, dass sie auf diese Seite des Flusses kommen. Und wäre vielleicht besser, wenn die Bauarbeiter die Brücke gleich hier bauen. Und ja, anstatt hier. Da müssen die Bauarbeiter für die Brücke nicht die ganze Zeit hinherlaufen. Ach, du meine Güte. Ja, das ist ja bitter, bitter, bitter gelaufen. Aber gut, wir brauchen eine Brücke. Mal wieder. Tausend Holz schon wieder. Was muss, das muss. So ein Mist. Mist. Gut, der wird jetzt natürlich ein Riesenproblem haben, weil wer hier arbeitet, der muss erst mal 50 Kilometer weit laufen. Oh, das ist ja so schrecklich. Kann man da nicht irgendwie Transport per Schiff oder sowas machen?
Der braucht ein Haus hier, sonst läuft er sich die Beine kaputt. Der braucht aber auch einen Markt hier, sonst muss er ständig für jeden Mist darüber gehen und sich jeden Schrott selber einkaufen. Oh, das ist so schrecklich. Oh, nee. Aber wir können ja trotzdem anfangen. Also, was bringt ja nichts, hier zu jammern? Wir bauen das jetzt dahin. Wo ist der? Da, Stone Mining Camp. Ich könnte heulen, nicht. Das ist sehr ärgerlich. Achso, da kommen wir nicht hin, weil die Brücke noch fehlt. Ja, gut. Ah, oh, liebe Leute, das ist ja ein Elend. Gut, als nächstes kommt gerade die Schaffarm. Vielleicht können wir irgendwo Steine bestellen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so weit weg ist. Sind nicht noch Nährsteine irgendwo? Also er ist zielstrebig dahin gelaufen. Das heißt, näher dran als das. Da gab es für ihn nicht. Was ist jetzt hier? Machen die das jetzt hier? Oh ja, jetzt kloppen sie hier. Also Limestone bekommen sie hin. Das machen sie. Das ist ja der Limestone, hat der Umwandel in Leim. Da gibt es hier einiges Zeugs. Produziert Quicklime von Limestone. Okay. Und das Ding Limeworks macht Leim aus Quicklime. Oh, liebe Leute. Ja, wofür brauchen wir Leim nochmal? Für die Tannery. Habe ich mir aufgeschrieben. Produziert Leder aus Fellen. Benötigt Rinde, Leim, Salz und Wasser. Also. Oh. Gott, ey. Das sind so lange Ketten, die wir jetzt hier aufbauen müssen. Krass. Aber ich würde sagen, wenn wir hier schon angefangen haben mit Leim, Stone, dann machen wir auch die ganze Kette hier drauf. Sprich. Leimkin. Wo ist da der Eingang? Sieht aber schick aus. Dann haben zumindest die keine weiten Wege hier. So, das. Und Limeworks. Da müssen wir gucken, ob die nicht noch, ob wir da nicht noch ein paar mehr Gebäude draufstellen könnten, also Häuser. Oder wir ballern einfach, also wir können einfach die Wald ein bisschen verkleinern hier, so. Aber ich glaube, es fehlt trotzdem ein Haus. Also, das sind mehrere Familien, glaube ich, die jetzt hier leben müssen. So. Ei, ei, ei. Sowas. Das kann dauern, liebe Leute. Kriegen wir da noch ein Haus hin? Nicht mit Brücke. Oh, ich werde zum Elch. Ich werde zum Elch. Ja, aber komm, wir hauen mal die ganzen Hölzer da weg. So, gut, also die Arbeit geht nicht aus. Was ist hier los? Warum macht ihr denn nichts? Alles wurde geholt. Also sie können schon anfangen. Das heißt, Moment, was futtern denn Schafe? Im Winter werden sie wahrscheinlich wieder Heu brauchen. Heu. Ja. Also, da müssen wir gucken, dass wir im Sommer, glaube ich, mehr Heu anfangen zu sammeln. Das ist, glaube ich, zwingend erforderlich. Und da haben wir so eine große Heubaracke daher. Steht nicht dabei, wie viel. Achso, doch hier. 1000. Ah, normales macht 1000 und das große macht 7000. Gut, da bauen wir ein großes dahin, oder? Was? Es schneit! Das darf doch nicht wahr sein. Ja, das ist jetzt notwendig. Wir brauchen für unsere ganzen Viecher brauchen wir ordentlich Heu. Unsere erste Scheune, wie schön. Wollen wir das hier denn machen? So mitten rein? Hm.
Ah, ich weiß auch nicht. Ich will immer, dass es organisch und chaotisch aussieht, aber ich will auch nicht, dass es übertrieben chaotisch aussieht. Also, ah, schwierig, schwierig. Vielleicht tatsächlich hier in die Ecke rein. Ja, da kommen sie doch vorbei. So, sehr gut. Das ziehen wir auch vor. Ja, das wird ein Salzding, das wird so schnell nix. Fürchte ich leider. Oh Mann, das dauert noch. Ja, das wird noch eine ganze Weile dauern. Oh Mist, das Geld geht. Das Geld geht alle. Nicht doch. Oh, haben wir jetzt hier eigentlich mittlerweile einen Manager? Wir haben einen Manager. Das ist doch keine Frau. Gut, wir haben einen Manager, aber ich weiß nicht, ob der jetzt da hochkommt. Kostet 20.000. Geht jetzt nicht, weil es ist zugefroren. Ja, gut. Oh Mist, ich wollte sowieso keine 20.000 ausgeben. 20 Geld. Wir warten, bis einer vorbeikommt. Aber ich muss sagen, das Gebäude sieht wirklich sehr schick aus. Sehr, sehr schön. Ja, dann schauen wir mal, wie sieht es hier aus. Also, wir könnten eins von den Viechern umziehen lassen. Ja, warte mal. Ja, wir hatten ja eine Kuh zu viel und hier sind es noch zu wenige. Also, passt schon. Jetzt hier, was können wir denn verkaufen? Wir drehen den jetzt irgendwas an. Sie bieten Leim. Aha, was kostet es? 0,2. Wir müssen ja gucken, dass wir demnächst Schafe kaufen. Ist mir noch gar nicht so aufgefallen, dass es hier überhaupt irgendwo Schafe zu kaufen gibt. Müssen ein bisschen aufpassen. Aha, wir können wieder ordentlich Öl verkaufen. Sehr gut. Oh. Ah, 500. Ah, 90. Sie wollen auch Kohle haben. Na, sag an. Dann guck doch mal, wir haben Kohle. Boah, da kommt wieder Geld rein. Ist das nicht schön? Sehr gut. Ah ja, komm, auch wieder verkaufen. Da gibt es leider nicht so viel Geld für. Egal. So, oh Mist. Was hat man jetzt alles bestellt? Gekauft? Export? Das haben wir alles. Hühnereier müssen wir wieder aufstocken. 200 Stück temporär. Gut. Wunderbar. Wunderbar. So, wie viel Fleisch? Oh, was ist denn das? Ach so, das ist die. Ach so. Altersübersicht. Wie viel sind wir jetzt gerade? 83. Aha, also einige kleine Kinder, sehr kleine Kinder. Einige in der älteren Generation und ein Uralter. Okay. Halt, stopp, was waren da noch? Sheep. Ah ja, da steht, wie viele Viecher wir von allem haben. Moment mal, wir haben nur zwei Ochsen. Wie, was? Achso, die sind noch nicht alt genug wahrscheinlich. Das stand auch, glaube ich, irgendwo, dass die Ochsen ein bestimmtes Alter haben müssen, bevor sie Ochsen werden. Wo war das denn hier? Hier, okay. Ja gut, wenn sie alt genug sind, ich glaube, die müssen ein Jahr alt sein. Das reicht ja noch zur nächsten Sä-Saison. Hoffentlich. Dann werden sie da rüberziehen und dann können sie da die Felder bestellen. Oh, wir haben einen Pflug geordert. Wer baut den? Hör mal, wo haben wir denn jetzt den beknackten Pflug bestellt? Macht er das nicht? Ja, ich habe schon richtig geschaut. Also es geht schon beim Tischler, aber das wird ja gar nicht angezeigt, dass der eine Bestellung hat. Also komm, mach jetzt! Vielleicht wird es noch nicht gemacht, weil die Ochsen noch nicht da sind. Das ist ja natürlich ärgerlich. Haben wir alles ausgewählt? Oh, das müssen wir noch auswählen. Das ist Feld. Welches Feld ist denn das jetzt?
Feld 1. Da habe ich mir was aufgeschrieben zu. Kartoffel, Weizen, Flachs wäre so als Abfolge gedacht. Und wenn ich das schon mal aufgeschrieben habe, ist es ja gar nicht so schlecht. Also machen wir das. Gut. Was ist hier? Schaffarm wird langsam. Ach, die wird aber auch süß. Sehr fein. Müssen sie bloß da fertig machen. Ach, das ist ja. Das ist ja da, aber Schafe haben die ja hier nicht. Schweine, Kühe, Pferde. Aha, na super. Gut, was kommt danach? Heubaracke, gut. Wäre vielleicht eh nicht so klug, die Schafe jetzt hier reinzuballern, wo sie noch gar nichts zu essen haben. Meine Güte, ich glaube, wir haben noch nie so eine lange Aufgabenliste gehabt. Wie schaut es denn aus bei den Männers? Wir könnten noch zwei weitere oder sowas als Bauarbeiter reinpacken. Das hängt gerade wieder so ein bisschen für dich. Es dauert alles zu lang. Wagen ist gerade in Bearbeitung oder was? Ist gerade keiner da. Die sind alle in Benutzung. Ach, du Schande. Ja, da fährt einer. Oh, die Schaffarbe ist fertig. Gut, da brauchen wir theoretisch eine Weide. Theoretisch nicht, weil theoretisch haben wir immer hier diese brachliegenden Felder. Ja, da können wir jemanden zuweisen. Machen wir auch mal eine Dame rein. Ja, wunderbar. Fein, sobald wir das sehen, Schafe, werden wir sofort welche bestellen. Und dann haben wir Schafe. Was für ein schöner Tag. Sehr gut. Jetzt wird als nächstes diese Baracke hier gebaut. Heu, wie ist das? Scheune ist eine Scheune. Saltworks können wir hinten anstellen. Sollen wir die Schule machen? Ich überlege, ob wir doch auch diese. Ja, Schule wäre vielleicht nicht schlecht, dass die Leute schon mal auf die Schule gehen können. Und danach kommt dann die Brücke und. Dass wir den Salz arbeiten, das kann man weit hinstellen, glaube ich. Dafür brauchen wir erstmal. Erstmal die Brücke. Erstmal die Brücke, nach der Brücke können wir da hinten dann das Teil da bauen. Den Steinarbeiter. Und dann erst, wenn wir 3000 Steine haben, können wir uns das Salzteil angucken. Oh Mann, ey. So, hier haben wir schon Heu. Gut. Wie ist es denn jetzt? Wie lange geht es denn noch mit diesem Schnee hier? Mensch. Es beschwert sich niemand über mangelndes Essen oder sowas. Also uns geht es eigentlich sehr gut. Oh, ich übersehe gerade die Zeit. Wir sind am Ende der Folge angekommen, liebe Leute. Es hat wieder einen großen Spaß gemacht. Letztes Mal habe ich gesagt, vielleicht sehen wir in der nächsten Folge ja mal was von den von diesen Salzarbeiten und von den warmen Klamotten. Wir sind eigentlich keinen Schritt weiter gekommen, aber wir sind natürlich nicht untätig. Nächstes Mal geht's weiter. Ich bezweifle, dass wir das für den Salzarbeiten hinbekommen. Aber naja gut, es geht weiter und wir werden einfach mal gucken, wie es so läuft. Und vielleicht werden wir nächstes Mal auch Schafe bekommen. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Eure Lucida. Tschüss.